Und auf der anderen Seite als Betroffene des Klimawandels, das heißt durch Wetterextreme, durch größere Trockenheit, durch Erosion der Böden, die durch den Klimawandel auch mit angetrieben wird, wird die Ernährungssicherheit weltweit auch auf den Prüfstand gestellt. Haben Sie denn bei diesem Bericht etwas Neues erfahren? Was neu ist, sind die Substanz der Zusammenstellungen, die man weltweit sich anschauen kann. Es ist nicht sehr viel Neues prinzipiell da drinnen, aber im Detail sind dann eine ganze Reihe interessanter Ansätze dazu, was man tun soll, was man nicht tun soll, wo es Konflikte gibt, wenn man dabei vorangeht. Es ist zum Beispiel sehr spannend, es ist das erste Mal, dass der IPCC auch zur Nutzung von Fleisch sich aus. Ich muss hier an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Wir gehen live nach Berlin, meine Damen und Herren. Da scheint die Pressekonferenz des Umweltministeriums zu beginnen. Soeben hat der Weltklimarat IPCC seinen Bericht über den Klimawandel und den Landsektor in Genf vorgestellt. In dieser Pressekonferenz wollen wir Ihnen den Bericht auf Deutsch vorstellen und aus Sicht der Bundesregierung kommentieren. Dazu haben wir aus Bottrop die Bundesumweltministerin Svenja Schulze zugeschaltet. Sie ist dort zu Gast bei der Emscher Genossenschaft. Sie sehen daran auch, wie ernst wir das Thema Inlandsflüge vermeiden nehmen in der Bundesregierung. Hier in Berlin haben wir den Staatssekretär aus dem BMBF, Georg Schütte. Dann haben wir wiederum in Genf den Co-Vorsitzenden der IPCC-Arbeitsgruppe zum Thema Klimafolgen und Anpassung, Professor Hans-Otto Pörtner. Und in Berlin wiederum die koordinierende Leitautorin, Professor Almut Arnett. Herr Pörtner und Frau Arnett sind zwei von 107 Hauptautoren des Berichts. Die Autoren kommen aus insgesamt 52 Ländern, 6 davon aus Deutschland. Außerdem haben wir aus dem BMU unseren Unterabteilungsleiter für Klimaschutzpolitik, Berthold Göki, hier auf dem Podium. Wir beginnen mit der Bundesumweltministerin. Und jetzt hoffe ich, dass die Leitung steht. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ganz herzliche Grüße aus Bottrop. Sehr geehrte Frau Professor Arnett jetzt in Berlin, sehr geehrter Herr Professor Pörtner in Genf, lieber Herr Dr. Schütte und alle Gäste im Bundespresseamt jetzt in Berlin. Wenn Sie sich das ansehen, dann sieht man, dass seit der Gründung vor über 30 Jahren der Weltklimarat IPCC noch nie so eine aktive Schaffensperiode hatte wie aktuell. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an den richtungsweisenden Sonderbericht vom Oktober letzten Jahres, der uns noch mal genau vor Augen geführt hat, was die Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad globale Erderwärmung sind. Und heute folgt jetzt die Vorstellung des Sonderberichts über die Folgen des Klimawandels für den Landsektor. Im nächsten Jahr steht noch ein weiterer Sonderbericht an über die Ozeane und die Eisgebiete. Das zeigt, welchen zentralen Stellenwert das Thema Klimawandel inzwischen eingenommen hat. Die aktuellen Wetterextreme, seien es hier Hitzewellen, sei es Trockenheit oder die verheerenden Waldbrände am Rande der Arktis, das ist alles sehr beunruhigend und es erfordert natürlich eine wissenschaftliche Einordnung, eine fundierte Wissensgrundlage. Es ist wirklich unerlässlich, um dann auch die richtigen Entscheidungen im Klimaschutz treffen zu können. Und daher möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, nochmal ausdrücklich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu danken, die an diesem Sonderbericht mitgewirkt haben. Ganz besonderer Dank geht natürlich auch an den Co-Vorsitzenden der IPCC-Arbeitsgruppe 2, an Herrn Professor Pörtner, der für den Bericht hier mitverantwortlich war, und an Frau Professor Arnett, die als Hauptautorin an dem Bericht mitgewirkt hat. Der Bericht zeigt uns ganz klar, die Trockenheit und die Hitzeextreme, die wir momentan erleben, das sind keine Ausnahmen mehr. Das ist Teil einer gefährlichen Entwicklung, ein Teil einer Entwicklung, die unsere Lebensgrundlagen bedroht. Der Klimawandel verstärkt zusätzlich den Druck auf die Ökosysteme und auf die Landwirtschaft. Und die ersten Klimafolgen, die können wir jetzt bereits sehen. Mit einer zunehmenden globalen Erwärmung müssen wir mit gravierenden Risiken rechnen. Artensterben, zunehmende Waldbrände, Bodenerosion, das verstärkte Auftauen von Permafrostböden. Diese dramatischen Konsequenzen, die würden uns alle betreffen. Und zwar bei der Ernährung, bei Lebensmittelpreisen und natürlich auch bei den gesundheitlichen Folgen. Wenn man das ganz kurz zusammenfasst, dann kann man sagen,
Der Bericht des Weltklimarates zeigt Klimaschutz. Das ist eine Existenzfrage für uns Menschen, denn der Klimawandel gefährdet unsere Ernährung, er gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Wir riskieren mit unserer derzeitigen Lebens- und Wirtschaftsweise unsere Zukunft und natürlich auch die Zukunft unserer Kinder. Bevor jetzt Herr Professor Pörtner und Frau Arnett uns über die Details des Berichtes informieren werden, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was das eigentlich für die Klimapolitik bedeutet. Weil die Überwindung der gegenwärtigen Klimakrise, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle Bereiche und die gesamte internationale Staatengemeinschaft, die sind hier gefordert. Die Land- und Forstwirtschaft, die ist doppelt betroffen. Sie ist zum einen Opfer dieser Entwicklung, sie ist aber auch ein wichtiger Verursacher und damit auch Teil der Lösung beim Klimaschutz. Der Bericht zeigt uns, dass Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft machbar ist und dass er zugleich soziale, wirtschaftliche und ökologische Vorteile bringt. Die anstehende Reform der EU-Agrarförderung ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, jetzt in Europa die richtigen Anreize für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft zu setzen. Und die Art, wie die Menschen mit dem Land umgehen, kann das Klima schützen oder eben sie kann das Klima schädigen. Wir haben in Deutschland bereits erste Fortschritte in einigen Bereichen erzielt. Klimaschutzmaßnahmen wie der Ausbau von Ökostrom, der Kohleausstieg, der Emissionshandel, die wirken bereits. Wir brauchen aber mehr davon und auch andere Sektoren müssen jetzt nachziehen. Und deswegen habe ich ja ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, das unsere Klimaziele verbindlich macht und auch unseren Beitrag zu den europäischen Klimazielen dann absichert. Wir brauchen in Deutschland verbindliche Einsparziele und Vorgaben, wie viel Treibhausgase jeder Bereich maximal pro Jahr dann noch emittieren darf. Die Bundeskanzlerin hat das mit dem Klimakabinett, das ganze Thema zur Chefinnensache erklärt. Alle betroffenen Ressorts der Bundesregierung arbeiten intensiv jetzt an dem Maßnahmenpaket, um die Klimaziele auch wirklich zu erreichen. Und zu diesem Paket gehören natürlich Gesetze, gehören Förderprogramme und Ordnungsrecht und auch als eine Maßnahme, die ja schon öffentlich diskutiert wurde, ein CO2-Preis. Im Klimakabinett diskutieren wir gerade die unterschiedlichen Modelle für die Einführung solch eines CO2-Preises und am 20. September gleichzeitig zu dem Global Climate Strike sollen dann die Entscheidungen fallen, was wir tun und das werden wir natürlich dann auch veröffentlichen. Die Minderung unserer Treibhausgasemissionen in allen Sektoren, das ist natürlich unser wichtigstes Ziel. Treibhausgasneutralität werden wir bis 2050 aber nur erreichen können, wenn wir auch natürliche Senken, also die Fähigkeiten von Landökosystemen zur langfristigen CO2-Einbindung, wenn wir diese Möglichkeiten schützen, wenn wir sie ausbauen. Und das Klimakabinett wird natürlich auch Maßnahmen beschließen, um die Ziele des Klimaschutzplans für die Landnutzung und Forstwirtschaft zu erreichen. Und auch international übernimmt die Bundesregierung hierfür natürlich Verantwortung. Wir wollen den Schutz und den Wiederaufbau von Wäldern und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern voranbringen. Insbesondere der Wald- und der Moorschutz liegen auch im Zentrum der Förderaktivitäten der internationalen Klimaschutzinitiative, die wir in meinem Ministerium haben, die ganz gezielt Entwicklungs- und Schwellenländer unterstützt. Aber wir können das Klima nicht im Alleingang retten. Unsere Aufgabe ist es daher, das Versprechen des Pariser Abkommens einzulösen und den gefährlichen Klimawandel gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft abzuwenden. Der aktuelle IPCC-Bericht unterstützt Regierungen und Gesellschaft und ergibt uns ganz wichtige Impulse, unseren Klimaschutz auch weltweit zu verbessern, unsere Anstrengungen da noch zu verbessern. Denn laut IPCC reicht das noch nicht, was wir im Moment tun, um den bedrohlichen Klimawandel wirklich zu verhindern. Im Jahr 2020 sollen daher die Dinge, die wir unter dem Pariser Klimaschutzabkommen vorgelegt haben, also unsere Klimaschutzbeiträge, sollen überprüft werden und sie sollen möglichst angehoben werden. Darüber hinaus sollen alle Staaten Langfriststrategien vorlegen, in denen sie ihren Weg zur Treibhausgasneutralität eben bis Mitte des Jahrhunderts genauer beschreiben. Dazu gibt es Zwischenschritte im
Dezember findet die Weltklimakonferenz in Santiago de Chile statt. Aber wir haben auch noch den UN-Sondergipfel im September in New York. Das sind beides ganz, ganz wichtige Meilensteine, wo es darum geht, die notwendige Steigerung unserer Ambitionen wirklich vorzubereiten. Weil mit dem Pfad, den wir im Moment haben, sind wir noch weit weg von 2 Grad oder womöglich 1,5 Grad Erderwärmung. Deswegen muss da noch eine ganze Menge passieren. Ich setze mich persönlich dafür ein, dass Deutschland, dass auch die EU ihren internationalen Verantwortungen da wirklich gerecht wird und dass wir einen starken Beitrag leisten, unseren Planeten zu retten. Wir haben dazu die Möglichkeiten und deswegen müssen wir es auch tun. Und so viel erstmal zu meinem ersten Part. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Das Wort hat jetzt Dr. Georg Schütte, Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Vielen Dank, Herr Fichtner, Frau Ministerin, Herr Professor Pörtner, Frau Professor Annett, Herr Goke, meine Damen und Herren. Welche Rolle spielt ein Forschungsministerium in diesem Kontext? Ich will zwei Rollen akzentuieren, die jeweils eigentlich Rollen der Wissenschaft sind. Die eine ist, Wissenschaft ist Mahner. Und die Ministerin hat es gerade schon gesagt, seit über 30 Jahren versorgt uns der IPCC, der Weltklimarat, mit Daten zur Klimaveränderung und in den verschiedenen Sondergutachten jetzt auch mit Hinweisen zu Klimaveränderungen, den Folgen. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie hören, haben Sie kurze Zeit nichts mehr gehört. Wir haben ein Tonproblem, aber ich höre gerade, dieses Problem hat sich erledigt. Wir gehen wieder direkt nach Berlin. Sehen. Die werden wir jetzt im September voraussichtlich auch in diesem Bericht wieder lesen. Dort in der Arktis erwärmt sich das Eis, die Region, die Luft bis zu 10-mal schneller als in den übrigen Erdgebieten. Das heißt, das, worüber wir heute reden, ist ein Teil eines globalen Veränderungsprozesses, der dramatisch ist. Und darauf macht uns Wissenschaft aufmerksam und macht es kontinuierlich präziser, genauer und faktenbasiert belastbarer. Unsere Rolle als Forschungsministerium ist dabei, Wissenschaft möglich zu machen. Wir finanzieren die Arbeitsgruppen des IPCC, wir finanzieren die Geschäftsstellen dieser Arbeitsgruppen mit dem Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, wir finanzieren wissenschaftliche Assistentenstellen, damit die Arbeit des IPCC möglich ist. Und wenn ich die Rolle des Mahners betone, dann ein zweites, die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, hat vor wenigen Tagen eine Ad-hoc-Stellungnahme veröffentlicht zum Klimaschutz 2030 mit sehr klaren Forderungen, nämlich wir brauchen ein europäisch verbindliches Regelwerk, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Maßnahmen müssen sozial ausgewogen sein und sie müssen zu den geringstmöglichen volkswirtschaftlichen Kosten erfolgen. Das klingt einfach, ist aber nicht trivial, weil die volkswirtschaftlichen Lasten, die wir sehen in dieser dramatischen Veränderung, die uns auch der Bericht heute wieder deutlich macht, diese Lasten sind groß, um nicht zu sagen exorbitant. Und die Leopoldina schlägt klare Maßnahmen vor und das ist etwas, die Ministerin hat es eben auch gesagt, was im Klimakabinett nun debattiert, verhandelt und beschlossen werden wird. Wir brauchen eine Bepreisung von CO2 und wir brauchen sie sektorübergreifend. Wir brauchen transparente Regeln für die Reinvestition der Einnahmen. Die Leopoldina schlägt vor, Gemeingüter, Infrastrukturinvestitionen in den Blick zu nehmen. Und die Leopoldina sagt, wir brauchen eine sektorübergreifende Gesamtbetrachtung, um uns nicht zu verlieren in einzelnen Sektorzielen, sondern über die einzelnen Sektoren hinweg Überlappungseffekte mit in den Blick zu nehmen, wechselseitig unterstützende Effekte mit in den Blick zu nehmen. Welche andere Rolle spielt die Wissenschaft? Die andere Rolle der Wissenschaft ist es, Dinge möglich zu machen und in dem Sinne auch Mut zu machen. Wissenschaft erarbeitet als wissenschaftliche Grundlagenforschung und als angewandte Forschung neue Technologien, die uns helfen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Und das können wir durch alle Sektoren hindurch betrachten. In der Energieforschung arbeiten wir daran, Energiespeicher zu optimieren, um den Strom, den wir aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen, um ihn auch über die Zeit dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten daran, moderne Verteilnetze zu etablieren und die notwendigen digitalen Technologien dafür zum Einsatz zu bringen.
Wir arbeiten daran, die Industrieemissionen zu verringern. Ein großes Projekt, was aus unserem Hause finanziert wird, ist Carbon to Chem. Zusammen mit ThyssenKrupp arbeiten wir daran, die CO2-Emissionen, die in der Stahlindustrie entstehen, zu nutzen als Grundstoff für chemische Prozesse und in dem Sinne CO2 weiter zu nutzen, um diese Industrieemissionen zu reduzieren und damit aber gleichzeitig auch Industrien in Deutschland zu halten und Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. Wir arbeiten mit anderen Stahlkonzernen daran, gar nicht erst CO2 in dem Prozess überhaupt noch entstehen zu lassen. Also die Reduktion von CO2-Emissionen in Industrieprozessen ist ein großes Thema, um, wenn wir sagen, volkswirtschaftliche Kosten möglichst gering zu halten, um Wertschöpfung in Deutschland weiterhin möglich zu machen. Und das große Thema, was im heutigen Kontext sicherlich relevant ist, ist die Bioökonomieforschung, beginnend mit Bioenergie bis hin zu neuen Züchtungstechnologien und Maßnahmen zur nachhaltigen Landnutzung. Das Ganze geht nicht nur technologiegetrieben. Es geht nur dann, wenn wir es gemeinsam mit den Menschen machen, die in den Prozessen arbeiten und die von Prozessen betroffen sind. Deswegen investieren wir auch in Projekte, die untersuchen, wie können wir neue Mobilitätskonzepte in städtischen Kontexten oder in ländlichen Regionen einbringen, welche auch regulatorischen und sozialen Prozesse sind notwendig. Wir werden technologischen Wandel nur mit den Menschen machen können. Und wir werden es, und das ist der letzte Punkt, auch darauf hat die Ministerin hingewiesen, wir werden es nur international machen können. Nun ist das ein wohlfeiles Wort, deswegen mache ich es gleich konkret. Wir fördern seit 8 Jahren aus dem Forschungsministerium heraus 2 große Länderprojekte, Länderverbundprojekte in Westafrika mit 10 westafrikanischen Staaten und in im südafrikanischen Raum mit 5 Staaten aus dem südlichen Afrika, um in diesen Ländern Klimameßstationen aufzubauen und die Daten, die dort gesammelt werden, auszuwerten, um sie den jeweiligen Behörden zur Verfügung zu stellen, um nachhaltig das Land bewirtschaften zu können. Und wenn ich sage, wir können solche Dinge nur mit den Menschen machen, dann heißt das da konkret, dass wir in allen Ländern mit Universitäten Studiengänge aufbauen, dass wir Graduiertenschulen aufbauen. Und wir haben inzwischen weit über 200 junge Menschen ausgebildet, die inzwischen in den Behörden ihrer Länder arbeiten, um mit den Daten umzugehen und Konzepte zur nachhaltigen Landnutzung in diesen Staaten und in der Region aufzubauen. Ministerin Karliczek war vor wenigen Tagen in Ghana und hat dort solche Maßnahmen zum Landmanagement, zur auch lokalen Energieerzeugung mit vorgestellt und hat das Element der beruflichen Bildung in Ergänzung zur akademischen Bildung mit hineingebracht. Wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, Technologien zu nutzen, Daten zu nutzen, Wissen zu nutzen, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Und wie die Folgen sein werden, werden wir sicherlich jetzt gleich hören. Vielen Dank, Herr Dr. Schütte. Wir gehen jetzt nach Genf. Dort hat Professor Pörtner eben an der internationalen Pressekonferenz teilgenommen. Und jetzt steht er hier für uns zur Verfügung. Herr Pörtner, Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen nach Berlin. Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, Almut Arnett haben wir gestern noch gesehen. Hallo nach Berlin. Wir haben noch kein Bild. Doch. Hören Sie mich denn? Ja. Ja. Hören Sie mich in Berlin? Wir hören Sie. Fahren Sie fort. Ja, ja, guten Morgen nochmal nach Berlin und herzliche Grüße an alle. Ich will Ihnen gerne einen kurzen Überblick geben über die Erkenntnisse aus dem neuen Sonderbericht Klimawandel und Erdsysteme. Der Startschuss für diesen Sonderbericht fiel im April 2016. Wir haben also mittlerweile mehr als 3 Jahre damit verbracht, diesen Bericht zu erstellen. Es waren 107 Wissenschaftler dabei aus 52 Ländern. Und wir haben tatsächlich dieses Mal einen größeren Anteil von Autoren aus Entwicklungsländern gehabt als aus Industrieländern. Auf dem ersten Bild sehen Sie, oder haben Sie gesehen und sehen Sie jetzt noch mal ein Bild, was von einem Künstler zur Verfügung gestellt worden ist, wo Sie den drastischen Unterschied in der Landnutzung sehen. Dieses Bild wurde in der Türkei
aufgenommen, ist ein netter Einstieg in diesen Bericht. Im Rahmen der Berichterstattung wurden 7000 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet und wir haben im Laufe der Erstellung 28.000 Gutachterkommentare berücksichtigt. Hier sehen Sie nochmal das Cover, wie es aussehen wird. Und schließlich kommen wir dann auch zu den Schlüsselbotschaften aus diesem Bericht. Landsysteme stehen unter hohem menschengemachten Druck. Sie können dazu beitragen, unsere Zukunft zu sichern, lösen aber sicherlich nicht alle Probleme. Land ist eine wichtige Ressource. Unsere Nahrung, Wasser, Gesundheit, Wohlergehen hängen von Landsystemen ab und Menschen üben zunehmend Druck auf sie aus. Dazu kommt dann noch der Klimawandel. Teile dieses Drucks stammen aus dem Bevölkerungswachstum, stammen aus dem veränderten und gestiegenen Verbrauch von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Holzprodukten und Energie, die den Landverbrauch und den Süßwasserverbrauch massiv gesteigert haben. Wir, die Menschheit, nutzen mittlerweile 70% des eisfreien Landes und ein Viertel dieses Landes ist bereits degradiert, das heißt in seinen Funktionen gestört. Mit der Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren und letztendlich, was wir auch als Nahrung konsumieren, tragen wir dazu bei, dass natürliche Ökosysteme verloren gehen und Artenvielfalt sinkt. Wenn Land degradiert, seine Funktionen verliert, dann verliert das Land auch die Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern. Und menschliche Nutzung und Klimawandel zusammen steigern diesen und verstärken sich gegenseitig in diesem Prozess. Bereits heute leben 500 Millionen Menschen in Gebieten, die von Wüstenbildung und Degradation betroffen sind. Und die sind auch zusätzlich besonders empfindlich gegenüber Klimawandel. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Temperatur, die Durchschnittstemperatur über Land im Vergleich zur globalen Durchschnittstemperatur etwa doppelt so stark ansteigt. Die Klimazonen der Erde verschieben sich. Damit verschieben sich auch die Zonen für die Ökosysteme. Arten verlieren in bestimmten Regionen ihren Lebensraum. Extremereignisse haben zugenommen. Und die Auswirkungen auf Land, der Stress für das Land, wird in der Zukunft noch zunehmen als Resultat von Wassermangel, Feuern, Bränden und auch dem Auftauen von Permafrost. In einem wärmeren Klima kommt noch dazu, dass bedingt durch Klimastress die Kapazität des Landes, Kohlenstoff zu speichern, abnehmen kann. Und es nimmt auch die Produktivität des Landes ab, die Ernteerträge nehmen ab und wie gesagt, die Kohlenstoffspeicherung des Landes nimmt ab. Das heißt, obwohl wir bei einer wachsenden Menschheit auch die Nahrungsmittelproduktion gesteigert haben, haben wir 821 Millionen Menschen, die unterernährt sind. Wir haben aber auch Regionen in den hohen Breiten, die von der Erwärmung profitieren, aber die Nachteile werden durch diesen Prozess nicht ausgeglichen. Wenn wir jetzt zu dem Prozess der Auswirkungen des Klimawandels kommen, dann müssen wir berücksichtigen, dass die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft insgesamt 23% der menschengemachten Emissionen beitragen. Entwaldung, das Brennen von Mooren und Wald, Ernte, leisten einen direkten Beitrag in einer Höhe von 13%. Das Nahrungsmittelsystem und die Ernährungswirtschaft umfasst in diesem Falle nicht nur die Produktion der Nahrungsmittel,
sondern auch ihre Verarbeitung, den Transport, den Verbrauch und leider auch in eine Verschwendung, einen Verlust von Nahrung in etwa Höhe von 30% insgesamt. Also macht dies etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen aus. Landwirtschaft, Nahrungsproduktion und Entwaldung sind also Haupttreiber des Klimawandels aus dem Landsektor. Und an diesen Prozessen sollte man arbeiten. Mit entsprechenden nachhaltigen Praktiken in der Landwirtschaft wäre es zum Beispiel möglich, die Kohlenstoffspeicher in den Böden wieder aufzubauen. Es geht auch um die Nutzung der Bioenergie, gegebenenfalls kombiniert mit der Fähigkeit, diese Energie bei der Nutzung der Energie, das CO2 zu binden und zu speichern. Und es geht auch um die Nutzung des Landes, um Waldgebiete auszuweiten. Und dieser Aspekt ist besonders wichtig, denn wenn es darum geht, 1,5 möglichst als Klimaziel anzustreben, dann wird man nicht umhin kommen, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Der Landsektor kann aber auch dadurch einen Beitrag leisten, dass Nahrung anders produziert und verbraucht wird. Das wäre zum Beispiel auch ein Beitrag zur Ernährungssicherheit und ein Beitrag dazu, den Hunger zu reduzieren. Nahrung, die einen großen Anteil von Getreide, Nüssen, Gemüsen hat, hat einen Carbon Footprint, der weit unter dem liegt, was der mit dem aktuellen Fleischverbrauch verbunden ist, und trägt auch noch dazu bei, als Vorteil, als begleitender Vorteil, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Aber natürlich müssen wir berücksichtigen, dass es hier lokale Sitten, kulturelle Hintergründe gibt, die auch die Auswahl der Nahrung mit beeinflussen. Es gibt Möglichkeiten, dieses umzustellen. Wichtig ist dabei die Produktionsseite. Wichtig ist sicherlich auch die Verbrauchsseite. Und wir sollten auch die natürliche Dienstleistung des Landes nicht vergessen. Das Land nimmt etwa ein Drittel der CO2-Emissionen vom Verbrauch fossiler Energieträger und aus der Industrie auf. Nachhaltiges Landmanagement kann dazu beitragen, diese Menge von CO2 zu erhöhen und dadurch auch zum Teil die negativen Auswirkungen des Klimawandels auszugleichen und zurückzuführen. Verschiedene und diverse Systeme in der Landwirtschaft können die ökonomischen Risiken, die mit der Landdegradation verbunden sind, minimieren. Wir können also einiges tun, um die Bodendegradation zu bekämpfen und zukünftigen Klimawandel zu verhindern oder uns daran anzupassen. Dies bedeutet auch eine politische Herausforderung auf vielen verschiedenen Ebenen. Nachhaltigkeit sollte im Vordergrund stehen. Dies bedeutet eine Verringerung des Bevölkerungswachstums, Verringerung der Ungleichheit zwischen Bevölkerungsgruppen, verbesserte Ernährung und eine Reduktion des Verlustes und der Verschwendung von Nahrungsmitteln. Wenn dieses gelingt, würde das gleichzeitig auch den Druck vermindern, Bioenergie zu produzieren, Land dafür in größerem Ausmaße bereitzustellen oder auch die Entwaldung voranzutreiben. Ein komplexes Spektrum an Politiken ist also erforderlich, um hier erfolgreich zu sein. Und wir sollten nicht vergessen, dass der Landsektor alleine dieses nicht schafft, sondern dass das begleitet werden muss, und das wurde schon im 1,5-Grad-Bericht entsprechend erläutert, mit massiven Reduktionen der Emissionen im Energiesektor, im Transportsektor und darüber hinaus.
Technologien, Praktiken, die dafür zur Verfügung stehen, dafür zur Verfügung, sie müssten entsprechend eben in größeren Dimensionen eingesetzt werden, um erfolgreich zu sein und die Emissionen zu reduzieren. Und dabei kann Land eben einen Beitrag leisten. Ein nachhaltiges Management von Land würde auch die Risiken für Ökosysteme und für die Menschheit reduzieren. Und ganz wichtig ist, ein frühes Einsetzen dieser Handlungsoptionen ist ganz wichtig für einen Erfolg und wäre auch die kostengünstigste Option. Das Land, das wir bereits nutzen, könnte die Welt in einem sich ändernden Klima also ernähren, Biomasse für erneuerbare Energien liefern und dies wäre besonders erfolgreich, wenn Handeln frühzeitig und weitreichend einsetzt. Wir sollten auch nicht vergessen, dass dieses Handeln ganz dringend erfolgreich sein würde, um die Artenvielfalt zu verbessern, die ja gerade auch in diesem Jahr im Vordergrund stand. Risiken würden auch hier reduziert. Nachhaltiges Landmanagement kann hier einen großen Beitrag leisten, auch durch die Restauration natürlicher Ökosysteme und ihrer Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern. Und hier ist es wichtig, bei einer weltweiten Sicht der Dinge auch die örtlichen Kenntnisse der indigenen Völker zu berücksichtigen und die lokalen Kenntnisse zu berücksichtigen, um dieses nachhaltige Wirtschaften besonders effektiv einzuleiten. Damit kommen wir zur Entscheidungsebene. Es erfordert einen koordinierten Lösungsansatz. Regionale Kooperation ist eine ganz vitale Voraussetzung. Internationale Kooperation ist erforderlich, auch um die Risiken im Nahrungsmittelsektor nicht zuletzt durch den Austausch von Nahrungsmitteln über die Grenzen hinweg zu erleichtern. Dabei zu berücksichtigen, dass einige Regionen und Länder geringere Kapazitäten haben, sich mit den negativen Auswirkungen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Der richtige Mix von Politikansätzen ist hier ganz entscheidend. Ganz wichtig ist, das ist noch einmal zu betonen, Treibhausgasemissionen parallel zu reduzieren, sich nicht darauf zu verlassen, dass der Landsektor hier die Leistung erbringt. Es gibt natürlich Grenzen dafür, wie Land und wie die Nahrungsmittelproduktion, wie Bioenergieproduktion hier einen Beitrag leisten kann. Nicht zuletzt sollte man berücksichtigen natürlich, dass es Zeit braucht, bis Wälder und Böden Kohlenstoff effizient speichern. Nachhaltiges Landmanagement würde also auch versuchen, ein adäquates Gleichgewicht herzustellen zwischen natürlichen Ökosystemen der Landnutzung für die in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden und möchte nochmal auf die drei Schlüsselbotschaften des Berichtes zurückkommen. Das Land ist unter großem Druck. Land ist Teil der Lösung, aber Land kann in diesem Bereich eben nicht alles leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Pörtner nach Genf. Frau Ahnes, jetzt haben wir schon sehr viel geredet. Gibt es noch etwas Dringendes aus Ihrer Sicht zu ergänzen oder wollen wir das auf die Frage- und Antwort-Session dann verschieben? Ja. Ich denke, das können wir. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich wollte die Frage an Frau Ahnes, Herr Pörtner. Nein, ich denke, ich fass mich sehr kurz. Es wurde jetzt wirklich schon alles sehr, sehr detailliert dargestellt. Ich würde einfach noch mal vielleicht zwei Sachen betonen, die, denke ich, wirklich wichtig sind. Wir müssen uns einfach im Hinterkopf behalten, das Land ist die Existenzgrundlage für uns, für unsere Gesellschaft. Und wir zerstören sie, wir nutzen sie nicht nachhaltig. Das ist ein großes Risiko, was wir dabei eingehen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, es gibt Möglichkeiten, da
uns zu verbessern sozusagen. Aber der systemische Ansatz, den auch der Hans Pörtner jetzt gerade noch mal sehr stark rausgestellt hat, an vielen Stellschrauben gleichzeitig versuchen anzusetzen, zu realisieren, dass Klimaschutz und Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung nicht unabhängig voneinander gelöst werden können, sondern nur gemeinsam gelöst werden können, ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, da wird es jedem im Raum wahrscheinlich schon sehr klar, warum da auch die großen Herausforderungen liegen, weil man einfach da an so vielen Aspekten arbeiten muss gleichzeitig. Das ist eine immense Herausforderung und der müssen wir uns einfach stellen. Vielen Dank. Jetzt gibt es die Gelegenheit für Ihre Fragen. Bitte schön. Frank Jordans, AP. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar die erste ist, warum haben Sie das BML nicht zu dieser Pressekonferenz eingeladen? Schließlich geht es doch um Landnutzung. Die ist sehr leicht zu beantworten. Das sind die beiden federführenden Ressorts, BMU und BMW. Ja, aber vielleicht hätten die auch etwas zu der Möglichkeit oder den Auswirkungen auf die Landwirtschaft oder die Forstwirtschaft zu sagen. Und zweitens, Sie haben angesprochen, dass das IPCC, der Weltklimarat, maßgeblich durch den Bund, durch Deutschland und andere Länder gefördert wird. Manche haben aber ihre Gelder gekürzt. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Arbeit, auf Ihre Arbeit bisher, Frau Professor Arne? So, wer möchte beginnen? Wollen Sie noch was dazu sagen? Dann kann ich ja. Ich kann mich kurz fassen. Ich nehme gern mehr Geld. Zur Einladung kann ich gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass gerade diese Thematik ja zeigt, dass wir über alle Ressorts der Bundesregierung hinweg zusammenarbeiten müssen. Die Bioökonomiestrategie der Bundesregierung erarbeiten wir sehr eng und seit vielen Jahren gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Landwirtschaftsministerium. Also die Kooperation ist notwendig und findet auch statt. Aber wie gesagt, zur Einladungspolitik, da bin ich außen vor. Die Frage kann ich vielleicht noch mal nehmen, weil es ist natürlich klar, dass wir in der Regierung zusammenarbeiten müssen. Und das tun wir auch. Hier geht es jetzt um einen Bericht, den wir vorstellen. Das machen die beiden Ressorts, die dafür verantwortlich sind. Aber die Konsequenzen daraus, das ist das, was wir im Klimakabinett dann diskutieren. Und da wird auch der Landwirtschaftsbereich natürlich einen wichtigen Beitrag leisten. Auch aus diesem Bereich diskutieren wir gerade die Maßnahmen. Also die Arbeit findet im Hintergrund jetzt im Klimakabinett statt. Die nächste Frage hat Frau Ehlerding. Hier. Ja, guten Tag. Ich kann mir vorstellen, dass meine Leser ungefähr wissen, was nachhaltige Landwirtschaft ist. Aber ich würde es aus Ihrem Munde gern hören, vor allem von Herrn Pörtner oder wer auch immer sich berufen fühlt. Was kann man sich darunter vorstellen? Was soll das sein? Soll ich darauf eingehen? Gerne, ich weiß nicht, ob der Hans Pörtner da ist. Ich fange jetzt mal damit an und dann kann der Hans Pörtner ja noch dazu sagen. Das ist natürlich eine gute Frage und die Definition ist auch relativ vage. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch in den Materialien gesehen. Aber wenn man es versucht, auf wirklich eine relativ einfache Ebene runterzubrechen, denke ich, ist einfach eine Bewirtschaftungsweise von Ökosystemen, die darauf aufbaut, Ressourcen nicht zu verschwenden, nicht zu verlieren, sondern Produktivität aufrechtzuerhalten, in vielen Systemen, die bereits degradiert sind, auch die Produktivität wieder zu erhöhen und dabei gleichzeitig aber auch Aspekte wie Wasserhaushalt, Biodiversität und sowas im Hinterkopf behält. Ich höre jetzt gerne. Ja, ich habe da nur die eine Ergänzung und das beschreibt es ja schon sehr gut, was Annette Armuth gesagt hat, dass eben die Nutzung von natürlichen Ressourcen die Tragfähigkeit der natürlichen Systeme nicht überschreiten darf. Das heißt, natürliche Ressourcen sollten nur in der Weise verbraucht werden, wie sie auch regeneriert werden können. Wenn ich ergänzen darf, eine der kritischen Ressourcen
ist der Boden, weil die Regenerationsfähigkeit von Böden ist zeitlich am längerfristigsten. Und in dem Sinne ist es wichtig, mehr über eben diese Regenerationsfähigkeit zu wissen. Wir haben wenn wir über Ressortkooperation reden, ein gemeinsames Forschungsprogramm mit dem Landwirtschaftsministerium Bonares, wo wir genau dies, nämlich wie können Böden sich erneuern, wie können sie ihre Kraft, ihre Möglichkeiten erhalten, wo wir dies gemeinsam erforschen. So, wir haben inzwischen schon so viele Fragen auf der Liste, dass wir kurz antworten wollen. Die nächste Frage hat Herr Kolloff. Dankeschön. Ich denke, die Frage richtet sich an die Ministerin. Muss Fleisch teurer werden? Um wie viel? Und wie kann man das erreichen? Die Diskussion ist ja jetzt gerade durch einen Vorschlag aktuell geworden. Und die zweite Frage, wie kann man Potentaten in den Arm fallen, die jetzt wieder gerade entgegengesetzt sehr massiv Regenwald abholzen lassen, beziehungsweise alle gewähren lassen, die das tun. Sehen Sie, Frau Ministerin, da eine Notwendigkeit und Möglichkeit, auf internationaler Ebene dagegen vorzugehen? Sammeln wir jetzt oder soll ich direkt antworten? Antworten Sie gern direkt. Ja, gut. Also ich glaube, man sieht, dass das Wirtschaftssystem, was wir in der Landwirtschaft im Moment nutzen, dass das an Grenzen kommt. Wenn wir Soja aus Ländern wie Brasilien importieren hier, um unsere Tiere zu füttern, was dazu führt, dass dort Wälder abgeholzt werden, die Tiere hier in einer Menge gehalten werden, dass wir mit den Resten, mit der Gülle überhaupt nicht mehr klarkommen, dass unser Wasser nachhaltig sozusagen belastet. Und gleichzeitig das, was dann produziert wird, in chinesischen Kühlschränken am Ende landet, dann ist das keine Landwirtschaft, die wirklich nachhaltig ist und dem genügt, was die beiden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade dargestellt haben. Und da müssen wir ran. Es geht nicht um die Frage Mehrwertsteuersätze oder sowas. Das hat ja Herr Plottner eben auch genau dargestellt. Es geht darum, einen richtigen Politikmix jetzt zu finden, der diese ganzen komplexen Themen angeht. Wir müssen die Landwirtschaft verändern, wir müssen was im Verkehr tun, wir müssen eine Wärmewende haben und wir dürfen bei der Energiewende jetzt nicht stoppen. Das alles zusammen voranzubringen, das ist jetzt das Zentrale. Und da geht es nicht um die Frage, einzelne Mehrwertsteuersätze nur anzupacken. Damit alleine ist es nicht getan. Die Aufgabenstellung ist deutlich komplexer. Herr Mohn hat die nächste Frage hier in der zweiten Reihe Mitte. Ja, so viel aus Berlin, meine Damen und Herren. Die Klimakrise zu lösen sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das hat gerade Umweltministerin Svenja Schulze gesagt. Und bei mir im Studio ist Christoph Balz von German Watch. Ja, Herr Balz, wie bewerten Sie diese ersten Reaktionen aus Berlin bzw. aus Bottrop? Nun, von der Wissenschaft sieht man sehr deutlich, es wird gefordert, sehr schnell jetzt zu handeln, weil die Probleme sonst dramatisch schlimmer werden und sich das beschleunigt, dieser Prozess. Das heißt, wir müssen in dieser Existenzgrundlage Land, die gleichzeitig für Biodiversität, für den Klimaschutz und für uns Menschen die Existenzgrundlage ist, richtig massiv vorangehen. Das heißt zum Beispiel, das war gerade ja diskutiert, Deutschland war die größte Unterstützung für den Regenwaldschutz in Brasilien, dass man jetzt mit diesem Land auch ernsthaft diskutiert und sagt, wenn das so weitergeführt wird, diese Abholzung, dann importieren wir kein Soja mehr aus diesem Land. Man muss ernst mit dieser Politik machen und kann nicht mit Pillepalle einfach dabei weitermachen. Was wäre denn für Sie Pillepalle? Es werden ja momentan viele Maßnahmen diskutiert, kostenlose Nahverkehrstickets, die Grundgesetzänderung, Klimaschutz ins Grundgesetz eintragen. Was halten Sie für die dringendste politische Maßnahme? Nun, lassen Sie mich bei der Landwirtschaft bleiben, weil das jetzt im Zentrum dieses Berichtes steht. Wir müssen die Fläche, die für Tiere genutzt wird, deutlich reduzieren. Es wird jetzt 70% der landwirtschaftlichen Fläche dafür genutzt. Da entsteht der Großteil der Emissionen, der Großteil des Wasserverbrauchs. Dadurch tun wir die Antibiotikaresistenzen und den Nitratverseuchung unseres Wassers mit vorantreiben. An diesem Problem kommen wir nicht rum, das zentral anzupacken. Und das müssen wir mit einem ganzen Paket von Maßnahmen in den nächsten Wochen und Monaten angreifen. Was könnte denn jeder Einzelne von uns tun? Nun, wenn man den Fleischkonsum anschaut, ich finde es faszinierend zu sehen, wie viele junge Leute auf
vegetarische oder sogar vegane Ernährung im Moment mit umsteigen und welche neuen Rezepte damit kommen, wo ganz viele, die bisher immer gesagt haben, nee, wir müssen sehr viel Fleisch essen, sagen, hups, das schmeckt richtig gut. Ich glaube, wenn wir dabei mit vorankommen, dass weniger Fleisch gut sein kann und das Fleisch, was produziert wird, dann auch ökologisch gut produziert wird. Das heißt, dass das mit der Fläche, die zur Verfügung steht, in einem Verhältnis gesetzt wird, dann hätten wir einen Riesenschritt getan. Eine letzte Frage, die Fridays for Future-Bewegung. Inwieweit hat sie wirklich auch einen Anteil daran, dass das Thema Klimaschutz in Deutschland aktuell auf der politischen Agenda weiter nach oben gerutscht ist? Ja, nicht nur in Deutschland. Es wird in mehr als 100 Ländern weltweit demonstriert durch diese Bewegung. Die hat enormen Anteil daran, dass das Thema nach einigen Jahren des Winterschlafs wieder sehr massiv auf die Agenda gekommen ist. Einen ganz herzlichen Dank an alle. Und ich hoffe sehr, dass viele mit am 20. September auf der Straße dabei sind, wo dir jetzt aufgerufen ist, dass nicht nur die Jugendlichen, sondern alle mit demonstrieren gehen sollen. Ich hoffe, da beteiligen sich viele. Wunderbar, vielen Dank. Sie haben nochmal aufgerufen in Ihrer Funktion als politischer Geschäftsführer von German Watch. Vielen Dank für Ihre Analyse hier bei uns im Studio, meine Damen und Herren. Und wir bleiben direkt beim Thema. Es geht nämlich jetzt weiter mit der Dokumentation eben über diese Bewegung Fridays for Future. Was kann Protest? Wie weit darf er gehen? Man kann nicht glauben, dass dieser Typ US-Präsident war. Watergate vergisst man nicht. Mich fasziniert, wie wir von dieser Wahrheit erfuhren. Zwei Nachwuchsreporter der Washington Post griffen die Story auf. Ich fand, ihr Part bei der Aufdeckung des Skandals wäre Stoff für einen guten Spielfilm. 40 Jahre später kommen die beiden investigativen Reporter zurück in die Redaktionsräume der Washington Post. Auch wenn man glauben will, dass sich Watergate nie wiederholen könnte, diese beiden Reporter und ihr Chefredakteur wissen es besser.